Also in Flensburg hat sich die Corona-Lage so entwickelt, dass wir in den letzten 11 Tagen 60 Inzidenzpunkte senken konnten. Also wir hatten vor 11 Tagen einen Inzidenzwert von 193 und haben heute einen Wert von 132. Das ist eine richtige Entwicklung. Allerdings liegen wir damit immer noch deutlich über der 100 Inzidenzwertmarke. Und deswegen können wir im Moment vom Perspektivplan des Landes nicht partizipieren. Nichtsdestotrotz sind wir in einer besonderen Situation hier in Flensburg und haben es erreicht, dass wir mit der Landesregierung vereinbart haben, dass ab Montag im Bereich der Kontaktsperren ein erster vorsichtiger Lockerungsschritt gegangen wird. Und zwar dürfen sich ab Montag 1 plus 1, nämlich Menschen mit einer Person eines anderen Haushaltes, treffen. Das ist bislang nicht möglich, aber ab Montag ist, wie gesagt, unter der Regel 1 plus 1 möglich, eine Person eines anderen Haushaltes zu treffen. Und gleichzeitig ist ab Montag erlaubt, dass die Friseure in Flensburg öffnen. Allerdings unter der Auflage, dass das nur unter der Terminvereinbarung geht und die Kundinnen und Kunden ein negatives Schnelltestergebnis mitbringen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Und wir wollen gemeinsam eine Woche lang schauen, ob wir mit diesen Öffnungsschritten trotzdem die Inzidenz weiter in den Griff bekommen und eindämmen können. Das wäre ganz, ganz wichtig. Denn nur wenn wir die Inzidenz weiter eindämmen und auch die Krankenhäuser weiter entlasten, können wir weitere Öffnungsschritte dann ab dem 15. März miteinander denken. Genau, also während bundesweit Teilbereiche des Einzelhandels öffnen können, ist das in Flensburg ab Montag noch nicht der Fall. Da müssen wir wirklich unser Inzidenzgeschehen noch weiter eindämmen, damit wir das auch denken können. Wir hoffen, dass wir das dann schon bald denken können und dass wir dann schnell auch nachziehen können, damit wir wieder bundeseinheitlich unterwegs sind. Also wenn wir in Flensburg es wirklich gemeinsam erreichen, die Pandemie weiter einzudämmen, dann wird es eine Perspektive geben. Schon am Montag werden wir mit der Landesregierung über den Bereich Schule und Kindertagesstätten sprechen, der uns ganz besonders wichtig ist. Uns liegt sehr am Herzen, auch da erste Lockerungsschritte zu erreichen, weil wir haben in Flensburg ein funktionierendes Testregime. Also man kann an den kommunalen Teststationen sich kostenlos testen lassen, das funktioniert gut. Viele Menschen nehmen das in Anspruch und es wird auch noch eine weitere Teststation in Flensburg geben. Wir werden das also perspektivisch auch noch weiter ausbauen, dieses Angebot. Und dann können wir uns auch vorstellen, dass Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen und auch Schule erste Schritte wieder gehen können. Allerdings, da brauchen wir die Rücksprache der Landesregierung und die findet am Montag statt.